Hallo zusammen. In diesem Video erkläre ich euch, welche Gewichte bei einem LKW wichtig sind und wie man mit dem Radlader das zu ladende Gewicht auf das Kilogramm genau in den LKW befördert. Zum Schluss möchte ich euch zeigen, was aus dem Transportgut für tolle Dinge entstehen können. Mein Name ist Peter Brücks und jetzt legen wir los. Gewichte anschaulich erklärt. Ein LKW wiegt vollbeladen gleich Eigengewicht plus Ladung bis zu 40 Tonnen gleich 40.000 Kilogramm. Ein Mann wiegt ca. 100 Kilo, also 400 Männer wären entsprechend ein vollbeladener LKW. Eine Frau wiegt ca. 65 Kilo, 615 Frauen sind ca. ein vollbeladener LKW. Ein LKW wiegt leer ca. 13,5 Tonnen oder 13.500 Kilogramm. Er kann also 26,5 Tonnen oder 26.500 Kilogramm zuladen. Das sind im Prinzip noch zwei LKWs, die man zusätzlich laden könnte, also das Doppelte seines Eigengewichtes. Zum Vergleich nehmen wir einen VW Passat. Der hat ein Eigengewicht von 920 Kilogramm und darf vollbeladen 1310 Kilogramm wiegen. Der Passat darf gerade mal etwas mehr als ein Drittel seines Eigengewichtes zuladen. Hier sieht man, wie mit einem Radlader dicke Steine in die Mulde gekippt werden, sprich in den Kipper. Die Autos fahren wie am Fließband, damit das kontinuierlich beladen werden kann. Hier sehen wir nochmal ein sehr interessantes Gewichtsdetail. Diese 40 Tonnen verteilen sich meistens auf 5 Achsen. Das wiederum bedeutet, wir haben 8 Tonnen oder 8000 Kilogramm pro Achse. Damit die Räder nicht permanent dem Verschleiß ausgesetzt sind, gibt es eine Liftachse. Und das ist in diesem Beispiel hier wunderbar zu sehen. Ab 32 Tonnen Gesamtgewicht geht die Liftachse runter. Sie schont den Reifenabrieb und ein neuer Reifen kostet ab 600 Euro. Nun sehen wir im Wiederholungsmodus, wie bei Überschreiten der 32 Tonnen die Liftachse ausgelöst wird. Schaut genau hin, ist gut zu erkennen. Vom Zeitraffer zur Normalgeschwindigkeit mit echtem Ton. Die Absprache zwischen Lkw-Fahrer und Radladerfahrer findet über Fenster oder über Funk statt. Man gibt dem Radladerfahrer sein Gewicht an, was man laden möchte. Je nach Lkw kann das durchaus bis zu 5 Tonnen variieren. Ein Blick ins Cockpit des Radladers zeigt uns die digitale Anzeige. Im Regelfall benötigt ein Radlader bei schwerem Schüttgut ca. 4 Schaufeln, um die Kippmulde vom Gewicht her voll zu machen. Bei der letzten Schaufel muss dann immer korrigiert werden. Er nimmt die Schaufel auf. Und da muss so lange abgeschüttelt werden, bis das richtige Gewicht erreicht ist. Das angegebene Gewicht, das der Lkw-Fahrer dem Radladerfahrer zu Beginn mitgeteilt hat. Dieser Radladerfahrer ist ein wahrer Meister, wie filigran er das abschüttet. Fährt die Schaufel nach unten, fährt wieder hoch, dann wird ihm das Gewicht angezeigt. Und dann hat er passend abgeschüttet, setzt den Rückwärtsgang an und kann zum Ladevorgang ansetzen. Hier das Display vom Radlader bei der vierten Ladung. Hier sehen wir jetzt wunderschön die Summe 26,1 Tonnen geladen. Und hier sehen wir die Kontrolle bei uns im LKW. Zuladungsgewicht 26,1 Tonnen. Und hier die Lastverteilung bei den einzelnen Achsen. Und dieses Gewicht plus unser Leergewicht ergibt das Gesamtgewicht 39,6 Tonnen. Und wenn jetzt die Polizei kommt und uns kontrolliert, kann die also so recht schnell überprüfen, ob wir korrekt beladen sind oder nicht. Liebe Zuschauer, das richtige Gewicht mit dem Radlader zu laden mag einfach erscheinen, aber in der Praxis gibt es viele Herausforderungen. Zum Beispiel muss der LKW absolut eben stehen und man muss die Handbremse zwischendurch lösen, damit das Gewicht korrekt angezeigt wird. Trotzdem kann es manchmal zu Abweichungen von 1 bis 2 Tonnen kommen. Auch die Radlader haben ihre Eigenheiten und der Fahrer hat einen großen Einfluss darauf, wie genau er die Beladung schafft. Schwankungen von plus oder minus 1 Tonne sind keine Seltenheit. Und zum Schluss möchte ich euch noch zeigen, was aus diesen Steinen, wenn wir sie dann gekippt haben, von den Gartengestaltern gemacht wird. Zum Beispiel Befestigungsmauern am Hang oder
Da geht doch jedem das Herz auf, wenn man das Ende dieser steinigen Tour sieht. Liebe Zuschauer, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr Interesse an weiteren Videos zum Beladen eines Sattelkippers habt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das Löschen eines Binnenschiffes ist sehr interessant. Oder habt ihr andere Vorschläge? Ich freue mich auf eure Beiträge. Bis später.